Yo, servus Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es zum einen ein garantiertes TOTS Bundesliga Pack, auf das ich sehr, sehr gehypt bin. Bin wirklich gespannt, wen wir da ziehen. Ihr wisst sicherlich, welche Spieler ich am liebsten hätte. Natürlich die Bayern-Spieler Kimmich, Gnabry, Lewandowski. Die Spieler will ich auf jeden Fall heute ziehen. Bin sehr, sehr gespannt, wen wir bekommen werden. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Let's go! So, dann gehen wir rein. Bundesliga Team of the Season Garantie. Bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt, wen ich ziehen werde. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wen ihr in dem Pack gezogen habt, falls ihr es schon aufgemacht habt. Und ja, lasst auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben da an dieser Stelle. Gerne auch ein Abo, falls ihr neu seid auf meinem Kanal, um keine Streams und Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Bundesliga Tots. Ich habe die SBC schon vorbereitet, war jetzt nicht ganz so teuer. Ich habe einfach den Brahimi 90er aus den Wochenaufgaben hier reingeballert. Brauche ich nicht wirklich die Karte, von daher können wir die wegschicken. Iniesta musste ich noch kaufen für 27, ansonsten habe ich hier lauter 83er, die ich zum größten Teil sogar schon im Verein hatte. Und hier als 84er habe ich noch eine Foot Champions Karte reingeballert, die ich auch absolut nicht brauche. Und die Karte muss man auch wirklich sagen, 84er, 83er sind gerade durch die SBC ordentlich gestiegen, von daher... Falls ihr da ein paar übrig habt, schaut mal, ob ihr die verkaufen könnt. Ich würde sagen, wir hauen das Ding weg und holen uns unseren garantierten Bundesliga-Tots. Ja, die bei mir immer im Stream im Start sind, wissen sicherlich, ich habe bisher in jeder Team of the Season Garantie SBC immer den schlechtesten Spieler gezogen. Wir haben aus der EFL den schlechtesten gezogen, den 80er-Tots. Wir haben aus der Premier League den schlechtesten gezogen mit Madison. Wir haben aus der Saudi-Liga den schlechtesten gezogen, den 83er. Und aus der Liga NOS haben wir auch den Vlachodimos gezogen, also auch den schlechtesten. Also wenn wir jetzt wieder Crumble bekommen, dann werde ich die nächsten garantierten Totsets definitiv nicht mehr aufmachen. Das werde ich gleich sagen. Also es kann, oder der Fluch muss endlich mal enden. Und ich hoffe, dass das jetzt hier heute passiert. Und wir jeden Spieler bekommen außer Crumble. Es wäre mir eigentlich vollkommen egal, Hauptsache wir bekommen nicht Crumble. Die Torhüter wären gut, weil die würde ich in der SBC bei Hüllet reinstecken. Wegen dem Rating sind die sehr, sehr nice. Von daher würde ich sagen, machen wir das Bundesliga-Set jetzt auf. Drückt mir die Daumen, Leute. 3, 2, 1. Let's go. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Was Geiles. Komm schon. Jan Sommer. Alles klar. Ja, ich hab's schon geahnt, dass es Jan Sommer wird. Ist in Ordnung. Ja. Werde ich, wie gesagt, in der SBC ballern. 95er Rating hilft uns so ordentlich weiter für Hüllet. Aber hat leider nicht oder keine von den Karten, die ich haben wollte. Ja, schade, schade. Ja, aber ich denke mal, das ist so einer der Spieler, die am meisten gezogen werden. Ich bin immerhin froh, dass es nicht Campbell geworden ist. Das wäre Worst Case gewesen. Zumindest mal einen mit einem ordentlichen Rating. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich nicht spielen werde, weil 1,83 bei einem Torwart ist jetzt nicht unbedingt das, was ich haben will. Von daher würde ich sagen, schicken wir den in den Verein, packen den dann demnächst in der SBC rein und würde sagen, machen wir weiter mit der Goretzka SBC. So, legen wir los mit Leon Goretzka, eine Karte, die ich unbedingt spielen möchte und die ich auf jeden Fall brauche für mein Best of Bayern Team natürlich auch. Genauso wie Thomas Müller. Müller werden wir dann im nächsten Stream, denke ich mal, abschließen. Und ja, ich würde sagen, erste Challenge haben wir schon im Stream abgeschlossen. Das 83er Team mit Inform. Machen wir mal weiter mit dem Bundesliga-Team. Auch das habe ich schon vorbereitet. Wir brauchen einen Bundesliga-Spieler, einen Team der Woche-Spieler, 84er Rating, 80 Chemie. Und ja, als Info haben wir hier Weghorst. Der war jetzt nicht so teuer für das Rating, was er hat. Ich glaube ungefähr 32.000, genau. Also geht auf jeden Fall klar. Rest ist Premier League. Kann man, denke ich, so machen. Die teuerste Karte hier, die ich kaufen musste, war der Sokrates hier. Der hat 9.500 gekostet. Ziemlich, ziemlich teuer, aber der Rest ist eigentlich ganz in Ordnung. Von daher würde ich sagen, schick mal das Ding weg. Gibt ein Premium, seltenes Elektrospieler-Set. Also ein relativ gutes Set eigentlich. Nehmen wir natürlich mit. So, dritte Challenge, die wir am Start haben, ist Deutschland. Dort einen Deutschland-Spieler brauchen wir, ein 85er Rating.
ist eigentlich relativ easy. Ich habe hier, ihr seht, meinen Goretzka Player of the Month drin. 144 Spiele gemacht. Ich habe den jetzt einfach mal hier in die SBC reingepackt. Wir brauchen hier sowieso einen 87er, von daher habe ich das einfach mal so gemacht, weil Goretzka, wenn wir den Tots haben, brauche ich den Player of the Month natürlich nicht mehr. Von daher schicke ich den logischerweise hier weg, auch wenn es sehr, sehr schade ist, weil der damals auch 500k knapp gekostet hat. Aber gut, was willst du machen? Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht mehr, von daher können wir den auch wegschicken. Und ja, der Rest, ihr seht, paar 84er, paar 83er. Und ja, Müller und Luis waren hier auf jeden Fall die teuersten, die wir kaufen mussten. Witzel war untradable, von daher geht das auf jeden Fall so klar. Gibt ein 35k Pack, auch das schicken wir einfach mal weg. Und dann geht es direkt weiter mit dem 86er Team. So, nächste Challenge, 86er Team, 65 Team Chemie brauchen wir hier nur, also relativ easy zu machen. Ja, wie gesagt, 86er Rating, ist relativ teuer. Aber wir haben hier ein paar Untradable-Spieler, die das Ganze ein bisschen günstiger machen. Wir haben hier den Collins reingepackt aus den Wochenaufgaben. Eine Foot Champions-Karte mit Vecino und die Ligen-SBC Skriniar, die wir sowieso nur gemacht haben, um sie irgendwann einzutauschen. Von daher passt das und wird ein bisschen günstiger dadurch. Wir sparen dadurch ungefähr 40k, würde ich jetzt mal sagen. Wobei 88er kosten wahrscheinlich schon 40k aktuell alleine. Also ungefähr 50k, würde ich jetzt mal schätzen. Sparen wir dadurch bei dieser Challenge. Nehmen wir auf jeden Fall mit, den Rest der Spieler habe ich alle gekauft und dann holen wir uns Prime Goldspieler Set ab und kommen zur letzten Challenge. So Leute, die letzte Challenge ist da abgeschlossen und wir bekommen 50k Sets, 87er Team war nochmal ordentlich teuer, hier musste ich wirklich jeden einzelnen Spieler kaufen, von daher haben wir hier nochmal knapp 200k gelassen, also die Challenge ist schon ordentlich, wir haben hier drei Tots verwendet, die jeweils um die 50.000 kosten, beziehungsweise Acuña hier nur 37,5. Also kann man auf jeden Fall machen. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass wir was Geiles bekommen aus den Packs. Ich wurde ja bisher noch nicht mit Glück übersät, was die Packs allgemein zum Tots angehen. Jetzt holen wir uns aber allerdings erstmal den guten alten Leon Goretzka ab. Freue mich schon riesig auf die Karte, muss ich wirklich sagen. Hab richtig Bock mit der zu spielen. Nächste Weekend League werden wir, denke ich mal, mit der Karte an den Start gehen und werden den mal ein bisschen austesten. Auf jeden Fall ein richtig geiler Sechser, richtig, richtig starke Werte, 88 ist sein schlechtester Wert auf der Karte, also da kann man wirklich nichts sagen, gibt sicherlich relativ wenige Sechser im Spiel aktuell, die noch ein Stück weit besser sind als Goretzka, weil er halt auch die Größe mitbringt und so weiter. Also richtig, richtig geile Karte und ja, dann würde ich sagen, packen wir die erstmal in den Verein. Und schauen uns die Packs an und mal gucken, was wir dort bekommen werden. So Leute, 4 Sets haben wir jetzt am Start insgesamt, also ordentlich Packs trotzdem noch hier am Stissel. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit den 45k Set. Ist normalerweise immer das Schlechteste bei mir, von daher fangen wir damit mal an. Und es bewährt sich auch wieder, also nie eine Leinwand eigentlich aus den Dingern. Weiß nicht, warum die so schlecht sind, man bekommt ja trotzdem eigentlich 6 seltene Spieler. Aber irgendwie ist da nie ein 83er Plus drin, also weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, oder die werden bei euch sicherlich ähnlich schlecht sein. Keine Ahnung warum, aber die sind echt mies. So, packen wir das alles weg hier und gehen weiter. Ich hoffe natürlich, dass wir noch ein paar Coins hier rausholen können. Vielleicht sogar einen Tots ziehen, aber ja, daran glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Seltenes Elektrospieler-Set machen wir als nächstes. Und kein Walkout, das ist schon mal schlecht. Zumindest mal die erste Leinwand. Argentinien, MS, das wird leider nicht Messi, sondern Gomez. Ist in Ordnung, 84er. Sind aktuell ordentlich was wert, die meisten habe ich jetzt gerade auch gesehen, als ich die SBC gemacht habe. Ilaramendi sogar noch dahinter, sehr, sehr nice. Und hier auch noch einen aus der italienischen Liga. Auch der, okay, der ist so gut wie nichts wert, aber die 84er können wir definitiv gebrauchen. Und für Thomas Müller, denke ich mal, dann eintauschen. Da werden wir die, denke ich, dann reinballern. So, jetzt kommen wir allerdings erstmal zum 35k Set. Let's go. Vorletztes Pack für das Video heute. Ach, auch kein Walkout und auch kein Leinwand belastend. Das wird Rodriguez. Ach du Scheiße, ein 80er. Als besten Spieler aus dem 35k Set. Also, ich bezweifle, dass wir im 50k Set gleich irgendwas Gutes sehen werden, ehrlich gesagt.
so schwer es mir fällt, das zu sagen, aber ich befürchte, da wird nichts sonderlich Wertvolles drin sein. Ja, drücken wir nochmal die Daumen. 50k-Set, zu guter Letzt. Let's go, komm schon. Wen haben wir am Start? Ja, natürlich kein Walkout. Wer hätte es gedacht? Natürlich kein Walkout. Wen haben wir? Spanien, Stürmer. Immerhin Costa, das ist in Ordnung. Ein 85er dürfte ungefähr 22k oder so bringen aktuell, glaube ich. Sind die 85er trotzdem ein bisschen was wert? Und das Pack geht klar, muss man sagen. Mit Bernardo Silva und Jorginho noch dahinter. Ja, der geht für ungefähr 18.000, 19.000. Und die beiden werden auch nochmal so für 6.000 mindestens weggehen. Von daher geht das in Ordnung. Die packe ich auf die Transferliste direkt. Und den Rest werde ich erstmal speichern, würde ich sagen. Und ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den guten alten Leon Goretzka auch gemacht habt. Und ob ihr auch vielleicht Thomas Müller noch machen werdet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Und ob ihr mehr Pack Luck als ich hatte in den Sets. Ich hoffe es natürlich für euch, aber mein Pack Luck zum Team of the Season ist echt ein Witz, muss man wirklich sagen. Kann man nichts machen. Aber gut, das soll es heute gewesen sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch ein Abo, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Jules. Haut rein.